Willkommen auf dem Kanal VfL Wolfsburg Fans. Hier können Sie als Wolfsburg-Fan tief in die Welt unseres geliebten Vereins eintauchen. Hier haben Sie Zugang zu exklusiven Inhalten, einem der lebendigsten und aufregendsten Clubs im Weltfußball. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie kein Detail der VfL Wolfsburg-Reise. Alexandra Popp kann noch immer nicht recht glauben, dass sie eventuell die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris tragen wird. Allein wenn ich darüber nachdenke, ist das schon surreal, sagte die Kapitänin der deutschen Fußballerinnen bei Wölfe TV. Als sie am Telefon durch DFB-Sportdirektorin Mia Künzer von ihrer Nominierung unterrichtet worden sei, habe sie sich erstmal hingesetzt und wahnsinnig Gänsehaut bekommen, es gibt nichts Größeres. Die Stürmerin des VfL Wolfsburg ist eine von drei Kandidatinnen neben Reitolympiasiegerin Jessica von Bredow-Berntl und Judoka Anna-Maria Wagner. Die vom Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB, initiierte Abstimmung über die beiden Fahnenträger läuft bis Sonntag. Vergessen Sie nicht, Ihren Kommentar zu hinterlassen, die Videos zu liken und mit anderen Fans zu teilen. Ihre Teilnahme ist für uns von entscheidender Bedeutung, um weiterhin unglaubliche Inhalte bereitzustellen. Bis zum nächsten Mal unterstützen wir gemeinsam den VfL Wolfsburg.